Und dann sind wir schon wieder zurück bei unseren Sims, Folge 6, hier am Samstagnachmittag gedreht. Und wir haben mittlerweile unsere Rechnung bekommen. Hoppala, das wollte man nicht. Die Rechnungen sind hier irgendwo zu sehen. 777 Euro, so viel Geld haben wir gar nicht. Und wir wollen heute auch mal ein bisschen was gemeinsam unternehmen mit unseren Sims, mit die schon wieder alles kaputt gemacht haben. Ich verstehe es einfach nicht, warum sie das machen. Moment, er soll ja natürlich erstmal bullern gehen, dann reparieren. Wir haben nicht genügend Schlafplätze, das haben wir jetzt mittlerweile festgestellt. Geht sich die Hände waschen da hinten. Und wir spulen das Ganze mal ein bisschen durch und wir werden nachher, wenn unsere ganzen Leute fertig sind mit Arbeiten und so weiter, werden wir alle mal ins Gym gehen und eine Runde abgymmen. Wollen wir noch mal ganz kurz gucken, wer denn heute alles arbeiten muss. Jan Luschko hat ja keinen Beruf. Die Christina E. hat frei. Der Tom Schlucks hat auch keinen Beruf. Der Rupert muss leider heute arbeiten gehen, könnte aber sogar aufsteigen. Der Stefan French soll ein Plugin für den Computer programmieren. Muss heute auch arbeiten, also ab 19 Uhr. Vielleicht können wir dann alle gemeinsam 20 Uhr eine Runde, sagen wir mal, abgejissen gehen im Gym. Und die anderen Flachpfeifen haben ja auch nicht so wirklich was. Gratulation, er hat das jetzt hier hinbekommen. Kann auch schnell auf die Teile plündern. Und dann wird hier alles weggeworfen am Anschluss. Und dann kann er gleich hier hinten beim Reparieren weitermachen. Auch hier steht irgendwie so ein Bürger mit rum. Ah, das wird jetzt gut weggeräumt vom Markus Zuchtbulle. Den nehmen wir nachher auch mal mit ins Gym. Weil der sieht ganz schön lauchig aus. Und das muss er nicht unbedingt sein. Auch hier ist direkt das Klo wieder verstopft. Es ist unfassbar, wie das hier immer läuft. Christina, ihr schläft noch. Wir brauchen mal jemanden, der das jetzt hier fix repariert. Der Stefan, der könnte das ruhig mal machen. Kann das hier reparieren und dann säubern. Hopp, hopp. Cora geht zur Arbeit. Markus geht zur Arbeit. Wahnsinn. Wo geht Schluxi hin? Weiß keiner so richtig. Hat sich einen Hotdog geholt. Ah, hier stehen ein paar leckere Hotdogs. Der Rupert hat sie zubereitet. Das kann er. Und der Androni ist hier eine Runde mit der Cora plaudern und isst dabei noch einen leckeren Hotdog. Wahnsinn. Note ausreichend. Morgen hat der Markus eine. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass er seine Prüfung nicht geschafft hat. Er soll mal die ganze Nacht durchbüffeln. Die wollen ja auch mal, dass er irgendwann ab in den, ins Weltall fliegen kann. Und unsere anderen beiden Spezies müssen ja auch gleich auf Arbeit. Er hat bestanden, gerade so. Ist völlig in Ordnung, reicht ja auch irgendwo. Und Jan Luschko ist jetzt aufgestanden, holt sich jetzt auch erstmal ein paar Hotdogs, läuft schon wieder wie so eine Tunte hier rum. Muss wahrscheinlich auch Pipi. Isst jetzt aber erstmal was. Ja, was gibt's hier draußen noch? So, was steht hier so rum? Ein paar leere Teller, Hotdogs sind noch da, 4 Stück. Und der Jon, wenn er dann hier gegessen hat, kann er aufs Klo gehen, dann mal hier den ganzen Müll wegbringen und auch noch aufwischen. Fühlt er sich auch gleich direkt gut gelaunt hier irgendwie, selbstsicher, weil er so schön aufs Klo gegangen ist wahrscheinlich.
räumt hier den ganzen Müll weg. Wahnsinn, wie er das macht. Aufwischen soll er noch. Hopp, hopp. Was macht er denn? Achso. Holt sich jetzt hier ein Getränk. Ah, hat Kaffee hergestellt. Das ist auch nicht schlecht. Gibt's ein bisschen Energie dafür. Dann kann er den Mist hier auch noch reparieren zumindest. Auch den Kaffee erstmal mit ans Bett genommen, damit er dann gleich erstmal vorm Einschlafen ein bisschen Kaffee konsumieren kann. Wie so ein Faggot. Ja, was ist jetzt hier? Säubern. Und dann den ganzen Mist hier wegwerfen. Was ist hier eigentlich mit dem Klo los? Das sieht mal ganz aus. Könnte man dann demnächst auch verbessern. Kann der Tom Schluck sie ja eigentlich mal machen? Wie ein Champion pieseln. Jetzt wollen wir mal sehen, wie man wie ein Champion pieselt. Das wäre auch interessant. Wow. Gepisst und schon stinkt die ganze Scheiße. Säubern bitte. Säubern. Und dann verbessern. So, wer ist hier zu Hause? Die Christina, eh. Die kann hier mal irgendwie ein Bild malen. Wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Nee, sie ist zu angespannt. Nee, jetzt kann das, glaube ich. Klassisches Gemälde. Und sie malt mal ein großes. Während der Androni ruhig mal eine Runde programmieren üben kann. Dasselbe gilt auch für den Jon Luschka, aber der kann sich jetzt erstmal eine Runde hinlegen vielleicht. Ja, los, jetzt abschlafen. Am Androni klingelt's. Enrico Jansen ruft an, um zu plaudern. Nö, wir sind sozial eigentlich ganz gut unterwegs, also haben wir keinen Bock daran zu gehen, wird einfach ignoriert. Ah, und wir haben hier draußen auch mittlerweile, können wir alles ernten. Und bewässern können wir auch noch irgendwie. Jäten. Bewässern. Also Schluss mit Programmieren üben, hat schon, reicht schon jetzt. Und auch die ersten Menschen sind hier wieder eingetroffen. Markus hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Kura hat auch ausgezeichnete Arbeit geleistet. Aber keine. Es gibt nichts zu ernten. Jäten. Dann machen wir hier einen schönen Garten. Auch fast genug Geld, um hier unsere Rechnung zu bezahlen. Also wenn, sobald der Jon und sobald der Rupert und der Stefan French fertig sind, haben wir auch genug Geld. So, was ist mit ihm los? Er möchte einen Witz erzählen, eine ausgezeichnete Mahlzeit essen und einen Fisch fangen. Also ein wunderschöner Baum hier, dieser Zitronenbaum. Sieht echt gut aus. Und Stefan French hat hervorragende Arbeit geleistet, 423 Euro. Und der Rupert wurde befördert. Das ist doch wunderbar. So. Und hat aber dafür auch keinen Spaß. Wir haben jetzt aber auch ein Item bekommen, was wir ja zumindest mal hier hinstellen können. Um es dann instant wieder zu verkaufen. Bisschen Geld gemacht. Haben jetzt auch 2000 Dollar, das heißt, der Tom Schluxi sollte jetzt hier ruhig mal die Rechnung bezahlen. Wunderbar. Und der Stefan, der ist ganz schön müde, der geht jetzt gleich einfach schlafen. Fühlt sich auch sehr unwohl, ist erschöpft. Soll er sich auch einfach hinlegen?
abschlafen. Und wir gehen jetzt aber zumindest mal. Der Jan Luschko schläft schon wieder. Soll jetzt mal aufwachen, bitte. Und dann gehen wir mal gemeinsam. Zumindest mit den Leuten, die jetzt nicht gerade zum Schlafen gehen. Zum Fitnesscenter. Wir nehmen mit den Markus, den Androni. Der Apotheker kann ruhig auch mitkommen. Die Lolle kann mitkommen. Die Christina E kann mitkommen. Beim Schluxi bin ich mir nicht so sicher. Der rippt halt direkt weg. Deswegen lassen wir das mal weg. Den Rupert nehmen wir mit. Der Stefan French ist leider schlafen gegangen. Die Cassandra Grusel können wir mitnehmen. Wir können auch die Cora, die echte, mitnehmen, glaube ich. Nee, können wir nicht. Dann kann man 7 Leute mitnehmen. Aber die schicken wir jetzt mal alle hier ab ins Gym. Ein bisschen bumpen und so. Bisschen was für den Muskelaufbau tun. Und da stehen sie ja alle wie die Hanseln. Und sollten jetzt mal, was ist hier los? Tun alle so, als ob sie hier nicht wissen würden, was sie tun sollen. Jetzt geht's erstmal rein. Und es wird sich verteilt. Also auch die Lolle ist hier mit dabei, das ist natürlich ganz gut. Gucken, ob wir hier genügend Platz haben. Mal gucken, wer hier auch was macht. Aber der Christina geht direkt aufs Band. Hier wird sie erstmal geduscht. Zu Hause geht das ja nicht so einfach. Und die Frau Grusel geht auch erstmal richtig geilen Pott setzen. Und der Rupert macht sich hier mit der Eliza ein bisschen bekannt. Oder auch nicht. Finde ich aber nicht in Ordnung. Man sollte mal vielleicht die Chance dazu nutzen, mit der Cora ein bisschen zu reden. Sobald sie hier vielleicht mal... Wo ist denn die Cora überhaupt? Achso, die haben wir jetzt gar nicht mitgenommen. Na gut, dann darf er sich doch mit ein paar fremden Frauen unterhalten. Vielleicht auch mit der Christina, ja? Fragen wir sie einfach mal nach dem Tag, wie es so gelaufen ist. Mit dieser Frau kann man hier eh nicht ins Grüne kommen. Apropos ins Grüne, Androni geht jetzt hier ein bisschen... Wahnsinn. Wie das läuft. Wahnsinn. Bei Markus, der fühlt sich unwohl, der hat Hunger. Aber man kann hier, glaube ich, auch was essen. Nicht sicher. So, und wie läuft es bei Jan Luschko? Er ist ja derjenige, der hier eigentlich pumpen gehen sollte. Aber der flirtet mit sich selber im Spiegel. Und ist jetzt auch direkt kokett, nachdem er sie selber angesehen hat. Und geht jetzt mal hier ein paar Punches verteilen. Macht die Christina hier auch schon. Zack. Da hat er schon genug trainiert, meiner Meinung nach. Da kann er mal eine Runde aufreizend posieren gehen hier drüben. Mal gucken, was besser ist, der Boxsack. Oder, ja, wow, das muss gehen. Unglaublich. Kann man noch einen schmutzigen Witz hinterherwerfen. Er möchte auf jeden Fall jemanden umarmen. Gucken, ob wir darauf hinausarbeiten können. Romantik. Versuchen wir es mal mit Knuddeln. Weiß gar nicht, wo man hier vielleicht umarmen könnte. Bei freundlich vielleicht. Nö, das hat gezählt. Wahnsinn. Fragen wir mal nach dem Liebesleben. Vielleicht können wir ja auch die Bettsituation so regeln, dass wir die beiden jetzt mal so weit kriegen, dass sie vielleicht beide in einem Bett schlafen können. Und versuchen es jetzt mal hier direkt mit dem ersten Kuss. Wow, unglaublich. Oh, schnell. So, und damit sind die beiden
quasi gut unterwegs. Mal gucken, wie die Beziehung jetzt zwischen beiden ist. Ob sie mittlerweile romantisches Interesse sind sie noch. Also noch ist da. Wir lassen die beiden mal so ein bisschen miteinander schnackseln. Und gucken mal, was der Rupert derweile macht. Ne, ist das mal aufs Klo gegangen. Und auch der Markus Zuchtbulle, der weigert sich hier irgendwie hartnäckig zu trainieren. So ein paar Muskeln wären halt echt nicht schlecht für ihn. Was macht die Lolle hier so? Vielleicht kann der Markus hier mal mit der Lolle sich lustig vorstellen. Vielleicht wären die beiden ja was. So, wir haben es doch schon 23 Uhr, das heißt, es wird wieder nach Hause gehen. Zumindest der Rupert geht jetzt nach Hause. Und auch der Markus muss jetzt wieder nach Hause. Der Androni und die beiden Turteltäubchen, die können ja noch ein bisschen bleiben. Also ab nach Hause mit allen. Androni, der Letzte, der nach Hause joggt. Ja, und dann haben wir mal so richtig geiles Workout betrieben quasi. Sind auch erschöpft, stinken bestimmt ganz ordentlich. Aber haben ein bisschen was für die Beziehung zwischen der Christina E. und dem Jon Luschko getan. Vielleicht trauen die beiden sich jetzt mittlerweile in ein Bett und wir haben quasi einen Schlafplatz mehr. Immer noch besser als ein neues Bett zu bauen. Finde ich jetzt auch irgendwie nicht angebracht. Und dann gucken wir mal, was mit unserer WG so passiert. Also die einzige, die hier irgendwie wach ist, ist die Cora. Die trinkt hier gerade hinten einen Kaffee. Und im Job heißt es, sie soll immer noch irgendwas recherchieren. Meiner Meinung nach. Kunstreferenzen, aber das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Web recherchieren. Kunstreferenzen recherchieren, da sieht man es doch. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Gucken, wie lange das dauert. Dauert anscheinend auch ein bisschen länger. Okay, haben wir das einmal geschafft. Dann machen wir das einfach nochmal hinterher schnell. Können wir nicht. Schade. Na, dann kann sie zumindest eine Runde hier erstmal den Schmarrn verkaufen gehen. Gab 30 Dollar, ist ja nicht so viel. Hat auch die Christina ihr gemalt. Wir machen jetzt mal ein abstraktes Gemälde. Während die Christina ihr hier zuguckt, was hier passiert. Unsere zwei Frauen hier in der WG unterhalten sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nett. Aber die Christina eh, die könnte ruhig mal noch ein rundes Spiel spielen. Aber so richtig kann sie. Was kann denn die Christina eh überhaupt? Fähigkeiten. Zweier Comedy. Also sie können von allem ein bisschen was. Schreiben und so. Dann schreiben wir jetzt mal was. Schreiben jetzt mal ein Kinderbuch. Vielleicht können wir das ja auch verkaufen dann. Wie heißt das Buch? Ist nie die zahme Schildkröte und andere Tipps für Kindergarten. Wir nennen das Buch einfach Ich hasse Kinder. Kinder. Ausrufezeichen. Wie würdest du dieses Buch beschreiben? Ein ultimativer Überblick über die Entwicklung von Plagegeistern. Punkt! Und dann schickt man das Buch dann gleich ab. So, wir gucken mal. Wir wollen ja den Stefan French, der schläft hier gerade noch. Was macht der Rupert eigentlich? Dem geht's noch ganz gut. Der muss jetzt aber auch für die Karriere ein bisschen was tun.
Könnte er. Oder aber. Er macht das hier schon ganz richtig. Und er hält sich eine Runde mit der Cora. Und parodieren mal jemanden. Mal gucken, wie das so funktioniert, wie das ankommt bei der Cora. Ja, ich mache wahrscheinlich gerade die Christina hier los. Nach mit bla 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 bla. Finden sie auch ganz schön lustig. Machen wir noch ein Kompliment hinterher. Und gucken dann mal. Ob wir noch ein anderes Kompliment hinterher schieben können. Und flöten noch eine Runde. Funktioniert. Die Cora spricht drauf an. Stellen noch eine schlüpfrige Frage hinterher. Jemanden kennenlernen. Naja, gut, das müsste dann jemand ganz Unbekanntes sein. So, da haben wir schon mal den ersten Schritt getan. Mehr später vielleicht. Christina Röschel hat ein paar Kurzgeschichten geschrieben. So, guck mal, was jetzt hier mit der Kunst passiert. So, sie malt noch ein bisschen weiter, wie es aussieht. Ist auf jeden Fall inspiriert, das heißt, es könnte ein gutes Bild werden. Möchte, dass wir eine Bar kaufen? Nö, sehe ich aber nicht so. Guck mal hier eine Leinwandrahmen und können das mal aufhängen. Sieht ja gar nicht so kacke aus, nämlich. Energielevels sind ja eher begrenzt hier. Na ja, gut, jetzt schläft sie halt. So, und wir gucken jetzt, dass wir das Bild hier. Können wir ruhig mal irgendwo aufhängen. Ich meine, unsere Bude kann man ruhig ein bisschen dekorieren. Wir haben hier schon ein Bild. Und dann können wir das einfach mit in die. Oder wir haben hier schon so einen Rahmen mal aufgehängt. Glaube ich. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ach, hier. Oder hängt irgendwie ein bisschen zu weit oben. Aber können das quasi hier. Können wir das nach oben ziehen und diesen. Ja, wo ist er denn jetzt hin, dieser komische Rahmen? Ja, anscheinend weg. Ne, da ist er halt, dieser Rahmen. Müssen wir uns jetzt die Wände einblenden lassen wahrscheinlich. Nee, das war's nicht. Okay, da haben wir's. Oh, das sieht aber auch sehr schön aus. Und hängen quasi über. Kann keine anderen Bilder überschneiden. Dann muss das doch irgendwie mal gehen. So sieht's gut aus. Auch schöne Stahlwände hier. Dann hängen wir halt das Bild so hier hin, damit diese Stahlwand ordentlich ist. Alternativ können wir hier auch mit der Pipette kurz Wand anfassen und den Rest von der Wand fertig machen. Dann haben wir ein bisschen was für unser Wohngefühl, zumindest im Wohnzimmer, getan. Wunderbar. Und gehen auch wieder zurück in den Live-Modus. Fahren die Wände auch schnell wieder weg. Wollen wir nicht sehen. Na, guck mal, was hier draußen so vor sich geht. Was macht der Tom? Was möchte der Tom? Also wir sammeln ja hier auch anscheinend irgendwelche Punkte. 630 Punkte. Und für 630 Punkte kann man halt Belohnung
oder ein neues Bestreben wählen. Also man kann hier Belohnungen sich besorgen. Und bei 630 Punkten kann er immerhin irgendwie sowas machen wie Blitzputzer werden oder Sportskanone. Stets willkommen. Verteilen wir mal, glaube ich, die ersten Perks. Und machen wir aus dem Schlexi einen Blitzputzer. Kann er ruhig mal machen. Was haben wir bei den anderen so an Zufriedenheitspunkten? Bei den anderen haben wir noch gar nicht so viel. Jan Luschko hat 305, 130, 75. Also der Schuxi ist hier der zufriedenste von allen. Und dem haben wir irgendwie alle seine Wünsche erfüllt anscheinend. Was hat er jetzt für einen Wunsch? Zu Musik aus seiner Schere lang. Nö, sehe ich aber nicht so ganz. Und gucken mal, was er denn mittlerweile alles kann. Also er ist in Comedy ein bisschen. Er hat immerhin Level 4 im Programmieren erreicht. Und da schicken wir ihn jetzt auch direkt wieder hin, würde ich sagen. Also abprogrammieren. Weiß ich nicht. Wollen wir irgendwas hacken? Den Einhorn-Lama-Rettungsfonds vielleicht. Was gibt's hier gerade? Irgendwas Leckeres. Was haben wir hier draußen noch stehen? Also dieser Grill ist schon das Beste, was uns wahrscheinlich eingefallen ist. Damit ist diese Kochplatte. Können wir eigentlich auch mal verkaufen. Die brauchen wir ja nur wirklich nicht mehr. Zack, weg. Ab sofort wird nur noch gegrillt. Und haben jetzt auch ein bisschen mehr Geld plötzlich. Also ab sofort wird nur noch gegrillt. Und da müsst ihr uns vielleicht überlegen, ob wir unsere Terrasse noch ein bisschen vergrößern und vielleicht da draußen ein paar Stühle hinstellen, ein paar Tische. Das wäre natürlich eine ganz gute Idee eigentlich. Da gucken wir mal, wir wollten ja hier eine Runde bauen. Und zwar, achso, wir haben hier noch den Scheiß, müssen wir natürlich mitbewegen. Setzen wir mal direkt hier rüber und nehmen unsere Springbrunnen wieder mit. Na, so, da setzt man rein. Dann machen wir hier noch ein bisschen eine Erweiterung. Und hier müssen wir, es geht auch so modular. Können wir das bis hier hintersetzen und setzen dann hier hinten auch noch so eine Wand dran. Nehme ich nochmal eine Hecke. Und wir wissen jetzt, wie einfach das geht. Zack, Hecke ist dran. Und dann gucken wir mal, ob es hier auch sowas gibt wie so ein Vordach vielleicht. Und das so ein bisschen überdachen können. Dachleiste. Ein einfaches Dach würde mir hier genügen. Nö, ist mir zu kompliziert. Dann stellen wir einen der vielen Tische einfach mal hier raus. Ich hoffe mal, die wären nicht schlecht, wenn sie da jetzt draußen stehen. So, was ist hier los? Lockere Unterhaltung. Also, die Christina ist immer noch sehr kokett, weil hat aufs Flirten eingestellt, erster Kuss, herrlich sauber ist es, einen neuen Roman hat sie auch geschrieben. Haben wir jetzt gar nicht gesehen, ob sie da. Was für eine Errungenschaft, Christina hat ein komplettes Buch geschrieben, es wird in ihrem Inventar abgelegt, damit sie es jederzeit lesen kann. Man könnte es auch veröffentlichen. Gucken wir mal ins Inventar. Ich hasse Kinder von Christina E. Röchel. Ja, das ist richtig. Und veröffentlichen jetzt dieses komische Buch mal. Mal gucken, ob es irgendwas bringt. Also, zack, ab zum Briefkasten sprinten. Eine Runde veröffentlichen. Markus geht auch wieder zur Arbeit. Gucken wir mal, ob wir den Stefan French
noch dazu bekommen. Er schläft noch. Mal noch, er sollte ja hier für die Arbeit ein Plugin auf dem Computer programmieren. Gucken, ob er das noch in der Gänze und in der Geschwindigkeit hinbekommt. So, auch die Christ. Nee, die Cora malt wieder. Das ist gut. Schon Stufe 5 der Malerei hinbekommt. Tom Schluxi hat derweil irgendwas gehackt. Gab ein bisschen Geld. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und unterhält sich jetzt eine Runde. So, wir können jetzt ein Virus programmieren, Spiel modifizieren. Was sagen wir, üben einfach weiter das Programmieren. So, Cora ist jetzt bei der Arbeit. Tschüss, Cora. Paar Leute gehen schlafen. Paar gehen auch gleich auf Arbeit. Der Markus ist schon unterwegs. Und auch die Cora ist schon unterwegs. Beim Rupert, der hier noch eine Runde Sims Forever spielt. Und beim Stefan. Ich glaube, die müssen heute auch arbeiten. Geht's dann gleich los? Jawohl, Leistung ist noch nicht so weit oben. Beim Rupert, beim Stefan ist es schon eine Runde weiter. Also er ist bald ein bisschen besser auf der Arbeit unterwegs wahrscheinlich. Gibt ein bisschen mehr Kohle dann. Gucken mal, ob er. Okay, zu spät sind wir dran gewesen. Und guck mal, was derweil bei uns in der WG abläuft. Christina schläft eine Runde. Tom Schlucks, die programmiert, ist auch glücklich. Ist auch schön dekoriert jetzt mittlerweile die Wohnung. Hat was Leckeres gegessen. Und übt das Programmieren. Moment, der Jonduschko. So, was haben wir hier? Verschwitzte Prüfung. Cora muss ziemlich viel aus. Cora war so darauf konzentriert, ihr Handwerk zu verfeinern, dass sie den großen Aufsatz heute ganz vergessen hat. Ist noch genug Zeit für eine Runde Büffeln oder um eine Lerngruppe zusammenzutrommeln? Ja, wir suchen uns einfach schnell eine Lerngruppe. Leistungsverbesserung mittelgroß. Ja, haben wir uns bei unseren Mitspielern quasi bedient. Und der Androni. Was kann ich mich, wo ist er denn gerade? Herr Androni. Achso, er nimmt gerade ein Bad. Okay, er ist diesmal nicht eingeschlafen. Das ist schon mal von Vorteil. Das letzte Mal ist er da eingeschlafen und anschließend direkt geriebt. Wir gehen also danach aufs Klo mit ihm. Und grillen dann was. Rupert ist ein Profi im Schreiben von Codes, als er plötzlich eine Arbeit zugeteilt bekommt, von der er keine Ahnung hat. Bittet er um eine Schulung oder liest er das Buch, das er bekommen hat und improvisiert? Wir improvisieren einfach mal. Ja, Initiative ist gut, läuft bei ihm. Wir wollten eine Runde. Oh, er grillt. Was grillt er jetzt? Hamburger. Leckere Hamburgers. Unerfreuliche Umgebung. Keine Ahnung, was er damit meint. Telefon. Ist es bei ihm? Ne, bei jemand anderem. Sensationsgeschichte. Der Boss von Christina E. bittet sie, alles stehen und liegen zu lassen, um nach einer potenziellen Sensationsgeschichte Ausschau zu halten. Aber sie hat wirklich viel zu tun. Soll sie sich voll konzentrieren, wie man es von ihr verlangt, oder einen schönen Tag verbringen und hoffen, dass sie davon erfährt, wenn etwas passiert. Nee, sie soll sich voll konzentrieren. Also wir wollen da schon jetzt die Sensationsgeschichte hier auch miterleben. Während wir gleichzeitig auch unseren Hamburger hier vernaschen. So, was ist beim Rupert los? Holt sich aus, was zu essen. So, wir gucken mal, wie es unseren Bäumen geht. Wir jäten hier eine Runde. Jäten. Was haben wir hier? Jäten. 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 Und bewässern alles, was wir noch bewässern müssen.
Ja, ein bisschen schneller bitte. Schneller jeden. Unser Zitronenbaum wächst und gedeiht. Was will er hier? Vor allem verstecken, warum auch immer. Wo gerade ein schlechtes Ereignis erlebt. Oder vielleicht seine eigene Urne gesehen wieder. Der Schlucksüder, der programmiert halt den ganzen Tag. Das ist der Wahnsinn. Freut sich dabei auch. Mal gucken mal, was unsere Sims heute so machen. Im Sinne von Arbeit. Ah, der Jan Luschko ist kokett. Will ein Techtelmechtel mit jemandem. Ah ja. Gucken wir mal, ob da vielleicht was bei rumkommt mit der Christina hier. Ja, wunderbarer Gärtner, wie er das macht, unglaublich. So, was ist das hier für ein? Hallo? Ralf Völl. Bitten zu gehen. Sorry, aber so Leute wie ihn wollen wir ja gar nicht sehen. Abfahrt. Verzieh dich bitte. Wie er mit seinem koketten Grinsen ihm jetzt erklärt, dass er bitte abhauen soll. Also, Abfahrt, Ralf Völl. Nicht bei uns. So. Damit sich das direkt mal erledigt hat. Und wir können mal gucken, was in unserer Nachbarschaft vielleicht noch so geht, was der Kollege mal machen könnte. Also er will natürlich wieder einen PC, bisschen Sport. Gut, darf er ruhig eine Runde spielen. Wir wollen ja irgendwann mal, dass er ein großer E-Sportler wird. Wie sieht es überhaupt bei seinem Skill aus? Videospiele immerhin auf Stufe 4 schon. Wahnsinn. Das läuft. Holt sich jetzt auch erstmal. Nee, holt sich. Stellt die Tasse weg. Was ist beim Androni los? Will eine Runde mit Jon plaudern. Also er hat sich irgendwie vorhin schon wieder absolut Richtung RIP bewegt, im Sinne von lief nicht so bei ihm. Markus hat ausgezeichnete Arbeit verdient. Cora hat ausgezeichnete Arbeit geleistet, aber ist immer noch nicht aufgestiegen, ist auch müde. Schicken wir so einfach schlafen. Tom ist Level 6 Programmierer geworden. Gott, stinkt die Cora. So läuft das halt, wenn sie den ganzen Tag gearbeitet hat. Tom Schluxi ist verspielt. Möchte jemanden verrückt anfunkeln. Keine Ahnung, was das soll. Er soll mal lieber hier den Mist reparieren. Schluss mit Programmieren. Markus Zuchtbulle ist auch noch nicht aufgestiegen, wie es aussieht. Finde ich nicht in Ordnung. Müssen wir ein bisschen in der Karriere vorwärts uns bewegen. Achso, er möchte über den Weltraum schwärmen. Das ist natürlich die Aufgabe, die wir noch mit ihm erledigen sollten. Vom Weltraum schwärmen. Gefolgt vom Weltraum schwärmen. Und dann schwärmen wir hier auch noch mal eine Runde. Was gibt's hier in den leckeren Hamburger? Ah, sorry, aber mit Tom plaudern ist jetzt genug. Du sollst hier eine Runde vom Weltraum schwärmen jetzt, bitte. Brauchen hier 3 von 3. Haben wir auch hier gemacht und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Christina E. hat hervorragende Arbeit geleistet. Rupert hat super Arbeit geleistet. Herr Stefan hat hervorragende Arbeit geleistet. So, jetzt schwärmen doch hier nochmal wieder eine Runde. Freundlich. Vom Weltraum schwärmen. Essen ist jetzt auch vorbei. Los, jetzt beweg dich, Faggot. Weintraube, Mann. Hat auch keinen Spaß. Ja, hier geht's auch nicht immer um Spaß. Und sind alle Sims ziemlich angespannt, wie es aussieht. Und die Christina, ey, fühlt sich sehr unwohl. Sollte mal schlafen gehen. Hat auch null Hygiene, stinkt. Und fällt jetzt hier wahrscheinlich einfach so.
Das ist. Vielleicht können wir dem Jon sagen, er soll sie zu Bett tragen. Behaupten, kriminelle Superhand zu sein. Mehr Auswahl. Freundlich. Wird nicht besser. Können wir irgendwie nicht drüber reden, eben. Schade eigentlich. Die fressen hier eine ganze Runde. So, guck mal, unsere Vorzeigekarriere-Menschen, der Rupert. Das soll auch ein Plugin für den Computer programmieren. Direkt erstmal schlafen gehen. Gucken, wie es beim Stefan aussieht. Da sagt Blase und Spaß ist nicht so optimal. Die Frage ist, ob er mittlerweile. Er hat's programmiert. Gut, also braucht er da nichts mehr machen. Kann er seinem Tag ganz normal weiter folgen. Hamburger. Wir haben $3.300. Die Frage ist, was es hier eigentlich noch so für lustige Sachen gibt, die man sich so kaufen kann. Wir wollten auf jeden Fall im Bad hier noch ein Waschbecken hinstellen, damit sie nicht immer rüberlaufen müssen. So, erledigt. Und dann gucken wir mal, was es hier so für draußen noch für coole Sachen gibt. Außer Grills und Wanddekos. Das ist ja alles für Faggots irgendwie. Eine Außenlampe vielleicht. Eine Mega-Gartenlampe. So mega sieht die nicht aus. Die Superlative. Stellen wir einfach mal in alle Ecken so eine komische Lampe. Zack, zack, zack. Und auch hier noch eine Lampe. Dann gucken wir mal, was es hier noch so an Freizeitgegenständen gibt. Wir haben hier so eine Bar, eine Schreinerbank. Gemalt haben wir auch schon. Was gibt's hier so? Antikklavier, Bonsaibaum. Weiß ich nicht. Noch nicht so ganz mein Ding. Bisschen was Sportliches haben wir auch. So ein Trainingssack. Was zum Hanteln heben, hier so ein Power-Trainer-Fitnessgerät. Dann brauchen wir auch das nächste Mal eben nicht nochmal ins Fitnessstudio zu gehen. Stellen hier auch alles so hin, dass alles nebeneinander passt. Können hier ein bisschen Fitness machen entsprechend. Bombe. Haben wir unser Geld fürs Erste ausgegeben. Und dann kann gebummt werden. Was ist mit Schluxi los? Die Blase und Energie ist irgendwie. Ist auch wütend. Weiß ich nicht. Warum ist er wütend? Verdrießliches Gespräch. War er wieder je zornig oder sowas? Ja, läuft bei ihm. Was ist hier bei ihm los? Er ist jetzt verspielt. Ja, also vielleicht können wir ja irgendwie so ein Gemeinschaftsspiel für unsere Sims finden. So soll es ja auch geben. Mal gucken, ob wir das finden. Ein Spiel oder sowas. Wahrscheinlich eher im Kinderzimmer. Spielzeug. Damit man ein bisschen rumspielen kann. Irgendwas so ganz peinliches. Ein Tonklumpen ist natürlich hässlich. So ein Vollfunktions. Achso, das ist nur für Kinder. Gibt es hier auch irgendwas, was nicht nur für Kinder ist, sondern auch für Erwachsene? Bücherregale, Innenaktivitäten. Auf ein Spiel. Ist das hier Spielmatte mit Bewegungssensor? Sehr interessant. Kann man wahrscheinlich ein bisschen rumdancen. Kostet aber ein bisschen mehr. Aber wir stellen uns jetzt hier einfach mal so einen komischen Tisch hin, wo man dann anscheinend. Ich weiß nicht, muss man sich dann daran setzen? Ah, so ein Pokertisch sozusagen. Dann suchen wir uns noch so ein paar Stühle aus.
Dann können wir mal eine Runde pokern, vielleicht. Ja, so stinknormale Stühle. Zack, zack, zack. Und zurück. Hoppala, jetzt haben wir hier hinten den Stuhl hingestellt. Hoppala. Zack, weg damit. Aber wir können jetzt mal eine Runde pokern, vielleicht. So, der Jon Luschko. Karten spielt mit Androni ein. Wer ist denn gerade noch so wach? Der Markus vielleicht. Und der Tom Schluck, die schläft, glaube ich, gerade. Wen haben wir denn noch so? Ja, vielleicht spielen wir mal zu dritt erstmal. Das wird episch. So, mal gucken, was auch gespielt wird. Sieht so ein bisschen nach. Okay, ist eine Logikfähigkeit, die mit abtrainiert wird. Wahrscheinlich eine Runde Skat oder sowas. 18, ja. 20, ja. 22, ja. 3, ja. 4, ja. 7, ja. 30, ja. 33, ja. 36, ja. Weg. Mit 2, Spiel 3. Ich mache einen Grand. Und zwar mit Schellen, also mit gelben Paprika. Ja, die spielen hier eine Runde Karten. Und ich würde auch sagen, oh mein Gott, hier ist es wieder soweit. Der Rupert ist eingepennt in der Badewanne. Ich meine, ist doch nicht weiter schlimm. Das Energielevel geht hoch und auch die Hygiene geht ein bisschen hoch. Aber wir könnten mal noch versuchen, irgendwo ein neues Bett mit hinzustellen. Wir haben gar nicht mehr so viel Platz, leider. Wir können auf jeden Fall eines unserer Schlafzimmer ein bisschen erweitern wahrscheinlich. Also haben wir hier unten aufgeweckt wahrscheinlich dabei. Und durch geschicktes Placement der Betten bekommen wir hier auch ein paar mehr rein. Also sobald wir hier das nächste Bett kaufen können. Wir haben ja kein Geld mehr, wir sind schon wieder arm, bettelarm. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir auch mal, dass der Jon und die Christina ein bisschen enger zusammenarbeiten. Im Sinne von sich vielleicht ein Bett teilen könnten. Und auch die Cora ist ja theoretisch nicht abgeneigt gegenüber unseren männlichen Kollegen. Da ginge eventuell was. Das alles in der nächsten Folge. Und dann können wir auch mal gucken, ob hier weiter trainiert wird. Wir haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, auf größere Ziele hinauszuarbeiten. Da können wir nochmal schnell nachgucken, was es denn so alles gibt, was ein bisschen mehr kostet. Also, wir könnten uns mal so eine brennende Tiki-Bar irgendwie hinstellen. Dann können wir ein paar Drinks machen. Ein Mikroskop, irgendwas zum in den Himmel gucken. Vielleicht entdecken wir ja was. Ein Steampunk-Flugobjekt, da kann man irgendwie eine Rakete bauen wahrscheinlich. Hier gibt es auch etwas größere Raketenschiffe, wo man richtig in den Weltraum mitfahren kann. Für 10.000. Also darauf könnten wir sparen. Ein Instrument vielleicht. Eine bessere Leinwand. Ein Klavier, Sportgegenstände. Was auch immer euch einfällt, vielleicht bauen wir uns auch hier so eine Dance Dance Revolution Matte, kostet aber auch 7.600 Euro. Man könnte sich halt mal überlegen, was man da draus macht. Oder wir bauen uns einen riesengroßen Garten im Sinne von ganz, ganz viele Gartenpflanzkübel. Könnt ihr mal entscheiden. Was machen wir als nächstes? Ein Garten, ein Raumschiff oder auch irgendeinen anderen Gegenstand? Schreibt es mir in die Comments. Ich warte sehnsüchtig drauf. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Harald Lesch erklärt die Welt. Ich bin's, euer Harald Lesch.